viele Männer, ja. Aber hast du gesehen, wie viele Al-Farahina dabei sind? Warum sind hier so viele von uns? Wir bewachen ja nicht die Schatzkammer. Es wäre gut, wenn der mal herkommen würde. Ich kann nicht glauben, was Imad zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig. Doch du musst etwas tun. Nee. Es geht um deine Ehre. Hey, ein Wachmann. Was ist da los? Das war nie wirklich deine Berufung. Augenblick! So, den haben wir weg. Sonst war da oben jemand. Da oben auf jeden Fall irgendwas mit einem Schlüssel. Ah, da könnten natürlich auch gerne hier vorbeikommen. Damit wir den... Oh geil, Ubisoft Connect keine Herausforderung ausgeschaltet. Ich habe das eigentlich deaktiviert, ne? Aber nichtsdestotrotz zeigt er mir das immer wieder an. Hey, was war das? Was? So, gehen wir mal vorsichtig die Treppen hier hoch. Ein Schlüssel für die Bibliothek. An die komme ich, glaube ich, nicht problemlos vorbei. Hier sind Diebe unterwegs. Wachen! Ruf die Wache! Jemand hat meine Börse. Ich brauche Hilfe. So. Na, oh, bitte schon. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Soweit sollte er eigentlich nicht nach unten springen, sondern eigentlich nur auf das Vordach da, aber okay, dann machen wir es jetzt halt so. Hier war doch nächstes Mal. Ha, die Stadt gehört uns. Wer es wagt, soll ruhig kommen. Ich traue deinem Bauchgefühl. Wir bleiben aufmerksam. Tja, war immerhin aufregend. Was? So, haben wir das auch mal richtig eingesetzt. Das ist natürlich auch mal ganz gut, dass wir das mal einsetzen konnten. Ich denke mal nicht, dass wir hier hinten rumkommen, ne? Ne, aber da sind auch noch einige. Mit großen Säcken voller Gold. So, hier dürften jetzt eigentlich gerade keine weiter sein, ne? Da hinten, ja gut, die könnte man zur Not auch so umlegen. Tür verriegelt. Was war das?
Zwar wahrscheinlich nicht ganz so schlau. Augenblick! Lute! Die Zahl ist besiegelt. Da haben wir noch die drei. Ich bin ohnehin wachsam. Merkwürdig, wie tief die Großen gesunken sind. Hey! Ich sehe hier vor lauter, was ist das, Lavendel? Sehe ich nicht, wo, was wir da machen. Hm. Was denn jetzt? Hey! Ne, den brauchen wir ja nicht. Waffen blank! Wir haben Gesellschaft. Ich rieche Ärger auf ein Barit Entfernung. Hey! Nummer 2 und Nummer 3 ist ja dann... Ne, den brauchen wir nicht noch. Wird hier beim dritten jetzt auch noch funktionieren, die Taktik. Ja, komm. Können wir auch schneller rausgehen. Ist ja jetzt der letzte, den wir jetzt hier haben. Was nicht hält das? Oh ja. Wenn ich hält das, hilft das eher. Weg ist er ja schon mal. Hey, was war das? Kein Grund, sich aufzuregen. Jetzt wirfst du! Los bei den Dächern bleiben, sag ich. Hier gibt es viel zu tun. Und sicherer ist es auch. Der Schlüssel könnte nützlich sein. Mhm. Besonders nach dem Mord in der Bibliothek. Was passiert nun mit diesem Ort? Und erst die Schreie aus dem Untergeschoss. Da dreht sich mir der Magen um. So, jetzt wollen wir da unten mal hin. Können wir natürlich gerne versuchen. So, warte mal, nochmal. Die Rückkehr von Ajabba. Lieber Kollege, ich vertraue dir ein Werk an, das einst mir anvertraut wurde. Al-Chawarmis oder so? Ajabba. Sein Autor in der Sorge, dass das Haus der Weisheit der Unwissenheit anheim. Warte mal. Sein Auto in der Sorge, dass das Haus der Weisheit der Unwissenheit anheim fallen und damit sein Werk gefährden könnte, wollte seine Idee in Konstantinopolis verbreiten. Da ich mich meinen Ende nähere, scheint es mir angemessen, dass ein großes Werk nach Bagdad heimkehrt. Nur eine Kanalüberquerung vom Haus der Weisheit entfernt. Leo der Weiße. Jetzt haben wir das auch. Sagt, unter uns muss auf jeden Fall noch was sein, weil wir haben ja hier noch zwei Sachen zu erledigen. Oder zwei Möglichkeiten, dass wir das machen können. Frage ist nur, wie und wo wir da rein müssen und wo wir reinkommen eher. Hier wird ja was, das ist ja eine nicht betretbare Tür. Wir können höchstens mal gucken, dass wir hier irgendeinen Weg finden. Ich denke nicht, dass das direkt hier sein wird, oder? Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Hier waren wir ja außerdem schon. Irgendwie muss ich ja hier wahrscheinlich auch wieder reinkommen können. Nö. Das ist sehr seltsam. Hm?
Ich möchte da jetzt schon irgendwie gerne noch hin. Schon noch irgendwie mitnehmen wollen. Waren wir ja gerade schon, das ist ja die Werkstatt. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall in so eine Zwischenebene wahrscheinlich, weil das ist ja genau da. Da kommen wir auch nicht hin. Gucken wir mal, ob er jetzt antworten kann. Ich kann es mir zwar noch nicht vorstellen. Jene, die vor uns kamen, sind... Der große Gelehrte im Haus der Weisheit. Nein. Leb wohl. Erneut frage ich. Sind die, die wiederkehren? So rum. Korrekt. Du darfst passieren. Gütig. Auf jeden Fall eine Menge Sachen zum Mitnehmen. Und das machen wir gleich. Feinde dürften ja hier nicht keins sein, weil es ist ja kein Sperrgebiet. Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. Drohbrief, Arbiso, du hältst dich für einen großen Gelehrten. Ist es nicht so? Und wie du jedem, der Ohren hat, erzählst, ist Aruch dein großes Werk. Warum also, wo du doch so großartig bist, gibt es so wenig Fortschritt? Du hast Zusicherungen gemacht. Ich erwarte, dass du sie einhältst. Alma Dikwa. Ich glaube, da lebt er auch schon nicht mehr, ne? Oder... Doch, oder? Weiß gar nicht. Hatten wir den schon erledigt? Ja, das haben wir ja. Danke. Ja, den Kriegsfürsten. Genau, den hatten wir jetzt in der letzten Aufnahme sogar erledigt. Daher war mir der Lame noch so geläufig. Was gibt's denn Schönes hier hinter? Ah! Der große Gelehrte befehlt. Bedienstete, ja, es ist wahr, unsere Gelehrten benötigen eine saubere Arbeitsumgebung. Aber stört mich nicht mit belanglosen Fragen zum Putzen, Abstauben und vermissten Büchern. Ich bin mit meinem großen Werk im Kellergewölbe beschäftigt. Weitere Unterbrechungen werden mit Peitschenhieben bestraft. Fasil Fahim, großer Gelehrter des Hauses der Weisheit. Na dann, auf nach unten. Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Ha! Ich bin auf einmal... Also, müde. Hier gibt es nichts zu holen, nichts zu sehen. Hier ist auch, glaube ich, gerade keiner irgendwie in der Nähe. Doch da sitzt dann wieder jemand. Ne, da steht jemand, okay. So, dann mache ich den jetzt noch weg. Hier ist auch jetzt gerade nichts.
So. Das mit dem Blasfeilen ist natürlich eine geniale Idee, ne? Niemals. Sei unbesorgt. Wir haben reichlich Freiwillige. Wie? Oh, scheiße. Es gibt Ärger. Ich fühle es. Sei unbesorgt. Wir haben reichlich Freiwillige. Eher lasse ich mir die Zähne mit heißen Eisen ausheißen, den als bleib. Dass ich da reingehe. So. Gut. Das ging ja dann doch... Oh ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ging ja dann doch noch recht gut. Ist das da der letzte? Scheint so. Mhm. Irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. Tragen der Robe verpflichtend. Es dürfen keine Patienten eintreten, die ihre Patientenrobe nicht tragen. Ihr findet die passende Bekleidung in den Raum neben der Erholungszellen. Was haben Sie diesen Leuten angetan? Dann wechseln wir mal die Kleidung. Damit kann ich untertauchen. Einsatz von Verkleidungen. Eine Verkleidung kann in bestimmten Orten dabei helfen, nicht entdeckt zu werden. Solange du dich unauffällig behältst, wirst du entdeckt, verschwinde in der Menge, um die Täuschung aufrechtzuerhalten. Nicht hierher. Wo ist mein Gewand? Ohne mein besonderes Gewand darf ich den Gelehrten nicht treffen. Diese Welt sieht nicht richtig aus. Bringt mich zurück zu diesem hellen, leuchtenden Ort. Der Nächste! Sofort eintreten! Mhm. Dann treten wir mal ein. Hier lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. Wer untergräbt mein großes Werk? Tötet meine Verbündeten und verdirbt meine Vorlesung. Es ist unerhört. Das trägt die Handschrift eines ausgebildeten Verborgenen. Vielleicht eine Fraktion aus der Runden Stadt. Oder einer dieser Neider aus Ashakia. Die Morde waren jedenfalls zu raffiniert für Söldner. Egal. Sobald ich den Mechanismus verstanden habe, werde ich mich El-Bahamut beweisen.